Sie haben ein Haus auf dem Land zu Ihrem Lebenswerk gemacht. Ein Gutshaus in Mecklenburg vor dem Verfall bewahrt. Mit viel Mut, wenig Mörtel und ohne Millionen. Mut ist nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist, dass man verrückt ist, ja, knallhart. Mit den Millionen, also ich habe sie bisher noch nicht gefunden oder gesehen. Die junge Dänin Christina von Ahlefeld verliebt sich in Kopenhagen in Knut Splett-Henning aus Hamburg. Die beiden heiraten gegen den Willen ihrer Familie. Die Gutshausruine von Renso wird ihr Hochzeitsschloss und ihr Schicksal. Da ist nie viel Geld übrig und man lebt anders. Das dauert, für die Familien verstehen kann, warum ist es ein tolles Projekt. Das dauert sowas. Ja. Ja. Also dazu bräuchten wir eine Sondersendung. Ja, für einmal, fangen wir an mit der Sondersendung Christinas Familienverhältnisse und warum die einen Knall haben. Ja, und warum ich habe später einen Knall bekommen. Ja. Ja. Wollen wir anfangen, Kapitel 1. Sie haben ein Haus auf dem Land. Die einen legen Wert aufs Äußere, andere machen alles selbst. Der nächste plant akribisch, um es wieder zu verwerfen. Und eine junge Dame erklärt ihr Haus zum Kunstprojekt. Sie alle retten alte Gutshäuser in Mecklenburg-Vorpommern. Und sie werden dabei von einem Fernsehteam beobachtet. Das Gutshaus von Renso sollte zuerst nur ein Domizil für den Sommer werden, als Ausgleich zur hektischen Großstadt. Aber das über 300 Jahre alte Haus hat das ganze Leben von Knut Splett-Henning und Christina von Ahlefeld verändert. Es wurde ihre Heimat. Die NDR Nordtour dreht schon 2009 einen Beitrag über die junge Familie in dem barocken Haus. Oh Gott, ich sehe das für meine Mutter. Es war eine Ratgebersendung mit besonderen Ausflugstipps. Knut und Christina hatten gerade damit begonnen, Feriengäste zu beherbergen. Es gab hier im frühen 19. Jahrhundert fahrende Schäfer, die hier in der Gegend umherfuhren und dann von Gut zu Gut gingen und haben dann halt hier die Schafe geschoren. Und ja, 14 Jahre. Das, also ist 14 Jahre her. Hermine ist im Sommer geboren, Juli. Und da. Ja, lange her. Das war dann halt, die sind dann halt hier untergekommen, gemeinsam mit Bediensteten in dieser Wohnung. Und jetzt haben wir da eine Ferienwohnung eingebaut. Das Haus sollte mit der Vermietung die junge Familie ernähren. Ein gewagtes Konzept, mitten auf dem platten Land. Und mit einem Neugeborenen. Ja, mit Hermine. Ja, Wahnsinn. Aber Christina von Ahlefelds Händchen für Dekoration fällt schon damals der Reporterin auf. Sie hat es im Blut. Ich sehe billig aus wie meine Mutter da. Das finde ich, glaube ich, ist besser jetzt. Könnt ihr mir drin lassen? Oh Gott, ich sehe aus wie meine Mutter. Ja, das darf ich gerne. Knut ist schon lange ein Fan antiker Möbel. Sammelthema Spätbarock. Also ich meine, die Bewohner, die hier natürlich dann als unsere Gäste kommen, die benutzen die Möbel dann natürlich auch. Die sind nicht unbedingt immer so praktisch wie neue Möbel, aber haben dafür eine etwas interessantere Atmosphäre. Gutshaus Renso wird innen immer opulenter. Das Interessante ist ja nur, wenn man die Bilder sieht, da ist das Haus ja leer. Also im Vergleich zu jetzt. Knut und Christina stöbern so gern auf Flohmärkten herum. Ja, weil es so viele schöne Dinge gibt, zu denen man nicht Nein sagen kann. So, da haben wir die große Flur hier oben und hier drinnen, das war in Barockzeit. Nee, und das ist eben auch das Schöne, wenn man das so mitbekommen hat im Laufe der Jahre, dass das halt so ein Gesamtkunstwerk geworden ist und nicht jetzt
nicht jetzt, ich möbliere ein Haus und ich stelle einen Wohnraum her, und, sondern das ist ein Gesamtkunstwerk. Der etwas exzentrische Lebensstil von Knut und Christina elektrisiert die Medienwelt. Die Presse macht sich auf in die Provinz und berichtet begeistert aus Renzo. Erst sind es die Reisejournalisten. Aber schnell sind Knut und Christina für viele andere Themen gut. Kochen und Braten, Partnerschaft und Achtsamkeit, Landlust und Lebenskrisen. Die beiden sind überall drin, auch international. Ja, die Zeit und ich weiß nicht, Welt und Stern und also wo man halt sonst überall reinkommt. Und sehr gut ein Artikel in der dänischen Zeitschrift: Gutshausbesitzer in Hängearschhosen. Das stimmt auch. Also da kann man auch die Kommentare lesen. Da, das ist immer wie Knut und sein Pantoffel und sein Hosen muss hochgesogen werden. So, das stimmt. Aber der Artikel ist auch schon aus dem Jahr 2012 oder so. Ja, aber die Hosen hängen immer noch. Mhm. Also das ist ja okay. Das ist ehrlich. Das ist dein Hosen. Ja. Das ist doch okay. Da muss man mit leben. Ja. Und dein Pantoffel. Die Präsenz in der Presse zieht einen gewissen Personenkreis an, der auch von einem Gutshaus träumt. Ich bin ja auf die gekommen, weil ich von denen mal in zwei Zeitschriften schon was darüber gelesen hatte, über deren Projekt. Und ich fand es halt schön, dass sonst waren es ja immer Leute, die mit viel Geld an so eine Hütte rangehen. Und da sind es Leute gewesen, die das aus sich raus gemacht haben und angegangen haben und es immer weiterentwickelt. Und da gab es auch genügend Rückschläge. Und so sieht das Haus ja heute auch nicht mehr aus. Vor 12 Jahren versucht sich die junge Familie in Renzo noch als Selbstversorger. Mit nun schon 2 Kindern. Und der NDR ist wieder mit dabei. Diesmal aber für länger. Wir hatten natürlich wie jeder Stadtmensch, möchte auch gerne nicht Selbstversorger, aber gerne eigene Kartoffeln, einige eigene Gemüse. Das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber am Ende ist das natürlich, stellt man auch als Städter irgendwann fest, das ist auch alles viel Arbeit. Ja, und das schafft man alles nicht. So richtig geklappt hat es, glaube ich, nicht damals, aber ist ja ein Versuch wert. Ich weiß auch nicht, wo die Zeit herkommen soll. Das hat man eigentlich nicht, wenn man sich um das Haus und um Vermietung und was weiß ich was alles kümmert. Weiß ich nicht, wann man das auch noch machen soll. Ja, da war halt noch der Traum von der Eigenversorgung und sowas. Aber dann hat er irgendwann ja festgestellt, dass wenn er jede Woche für 20, 30 Leute kocht, mindestens einmal, dann reichen halt seine paar Kartoffeln dann nicht. Und dann braucht man halt mehr Kartoffeln. Und ja, jetzt fährt er selbst zu Netto. Ja. Es ist halt alles, man kann das Rad nicht mal neu erfinden. Einige andere Leute machen es besser als ich, also Kartoffeln ernten zum Beispiel. Also es ist, wenn ich nicht alle Maschinerie dafür habe, ist es eher so eine Art Zeitvertreib. Der Acker ist der Abenteuerspielplatz für die beiden Kinder Wilhelmine und Bendix. Lange ist das her. Ich war schon eine Süße. Super, komm schon mal rein, Bendix. Ah, guck mal, Bendix, hier sind noch mehr. Guck mal da. Alles drin. Willst du reinschmeißen? Ich weiß selber noch, wie da so eine kleine Maus übers Feld gelaufen ist. Ich weiß, kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Die ist über deinen Fuß gelaufen. Sorry. Besser Spielplatz gibt's nicht. Ist ganz lustig, sich das mal anzugucken, so hin und wieder. Wie alle früher in Jungen aussahen. Ja. Oder was man so gesagt hat an Sachen. Da sind wir nix. Wir dürfen nicht übergefahren werden. Aber das Leben in Renzo wird nicht so romantisch bleiben.
Damals hat er noch keine 5 Häuser gehabt, damals war noch das nicht, damals war noch das nicht. Und da konnten sie natürlich noch sowas machen. Es sind andere verlassene Gutshäuser in der Umgebung von Renso, die Knut und Christina entdecken, erwerben und entkernen. Wenn uns irgendjemand hat, sagt, das geht nicht und das kann man nicht, das ist dann eine Sache, die uns dann halt doch mal mehr motiviert zu sagen, naja, okay. Alles, also, was den Leute sagen, das kannst du nicht machen, klar, dann müssen wir das machen. Meine fleißige Frau und mal noch mal wieder hier. Knut und Christina beginnen Gutshäuser zu retten, auch wenn es manchmal nicht danach aussieht. Ja, das ist doch, tut einem ja leid, wenn da so eine Bude da steht und diese Bude dann immer weiter zerfällt. Ja, und das und ist... Und sieht, die Häuser gehen mir und mir kaputt und da Rettersyndrom. Ja, und ich würde halt vielleicht eher weniger als Rettersyndrom, halt vielleicht auch das Entdeckersyndrom. Das war ein Scherz, das war nur... Es ist halt wirklich auch sehr, sehr schön, bei solchen Dingen was zu entdecken, wenn die halt sehen, dass wir hier, dass man halt nicht weiß... Was man findet. An einem anderen Gebäude entdecken die beiden unter 40 Jahre altem Zementputz eine 300 Jahre alte Fachwerkfassade. Solche Erlebnisse treiben sie an. Wenn Knut, wenn er sagt, Christina, dieses Haus, dann finde ich das, ich habe immer die Vertrauen. Und ich finde, wenn du sagst, das machen wir, dann machen wir das. Ja, es ist eigentlich spannend, auch so immer wieder so die Geschichte mitzuerleben oder um zu gucken. So, man kommt dahin, man sieht, ja, okay, das Haus sieht ein bisschen tot aus, also weiß ich nicht, so na, langweilig in dem Sinne. Und dann hilft man da halt, weiß ich nicht, Wände einreißen. Und dann sieht man ja auch zum Teil den Fortschritt immer. Alles raus, was nicht hineingehört. Das ist das Knut- und Christina-Prinzip bei der Gutshausrettung. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute, die halt wirklich aus dem Metier halt sind, halt immer alle mit dem Kopf schütteln und sagen, was wir da halt machen. Aber letztendlich erreichen wir doch schon wir immer alles und immer wir kriegen es halt trotzdem hin. Und, weil das ist auch keine normale Baumaße. Das musst du ganz alles denken, Lösung finden. Du kannst gar nicht... Das zweite Gutshausretterprinzip, im Handumdrehen Räume bewohnbar machen. In Renso, ihrem Lebensmittelpunkt, haben sie es am Anfang genauso gemacht. Und heute ahnt hier niemand mehr, dass das Haus mal eine Katastrophe war. Kalt und verwahrlost. Einigermaßen bewohnbar hatten sie es in 6 Monaten. Vorzeigbar war es nach ein paar Jahren. Aber fertig wird es nie. Im Haus gab es am Anfang nur 2 gut geheizte Räume. Das Wohnzimmer und die Küche. Das war das mit diesen Kartoffeln, wo wir die Kartoffeln... Ach, wie sehe ich denn aus? Was soll ich da abschneiden? Einmal in der Mitte durch. Guck mal, sag ich ja Ballkopf. Ich selber. So ein... Das schneiden wir raus, lieber. Die Gutshausküche ist bis heute der Treffpunkt. Auch für andere Gutshausretter. Halt, wenn Gäste da sind, ist auch oft gutes Essen. / Schweinebraten und der schmeckt sehr lecker. Und ich mache den also nicht so typisch mecklenburgisch, sondern ich mache den halt hier mit so einer, also es ist mehr so ein Rippenbraten. Das ist halt am ehrlichsten letztendlich. Und nicht mit irgendwie bla bla bla, sondern halt einfach ehrlich zubereitet. Und das hat auch immer viele Anhänger gefunden oder findet immer noch viele Anhänger. Kalte Winter können eine harte Zeit sein auf dem Land. Vor allem, wenn man noch Tiere zu versorgen hat. Knut und Christina bauen damals nicht nur Kartoffeln an. Sie halten sich auch einige Fleischlieferanten.
den Traum vom Landleben, wie sich der Städter ihn vorstellt. Bis er dann mal auf dem Land war und weiß, dass das alles nicht so ist, wie es im Träumen ist. Da bedient euch. Eigentlich ist es so ein bisschen Rasenmäher auf vier Beinen. Ab und zu mal verlässt das ein oder andere Schaf uns und kommt dann halt in einem anderen Aggregatzustand wieder zurück. In Form von Wurst. Aber die sind ja ständig abgehauen, die Schafe. Man musste die ständig wieder irgendwo einsammeln. Und ich kann mich erinnern, wir waren einmal zu dritt abends im Winter in Rostock auf einem Weihnachtskonzert und kamen in der Dunkelheit zurück nach Renso. Die Schafe liefen durchs ganze Dorf und man musste dann die Schafe wieder einfangen. Christina mit Kleid und schicken Schuhen und den Schafen hinterher und ein riesen Durcheinander. Und dann haben wir gedacht, nein, ich investiere lieber in ein Rasenmäher als wie in Schafe. Wir hatten tatsächlich mal einen Schrieb vom Amt, unsere Tiere seien eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Nein, wenn die Steine auf die Straße hier in die Kurve, aber... Haben wir abgestellt. Auch im Sommer machen Schafe Arbeit. Ey, das ist die Rodeo-Folge. Ach ja. Jetzt geht's los. Oh, guck mal, da sind Lemmy. Babyschaffis. So ähnlich. Ja, gut, wir wollten sie nicht scheren an dem Abend, deswegen war das nicht ganz so aufregend, aber. Trotzdem machen die ja, was sie wollen. Und wenn da einer in die falsche Richtung rennt, dann rennen alle hinterher. Das ist natürlich total doof. Und wenn du dann eben nicht praktisch dazu gekleidet bist. Guck mal, der Stimmungsaufschnupfer. Das ist doch richtig. Das ist Hänge-Arschhus. Das ist doch so. Ja, gehört alles dazu. Da hatten wir ja noch viel mehr Schafe. Ja, 12 Stück, glaube ich. Na, über noch. Jetzt haben wir ja, glaube ich, 5, 6? 9. 9? 7. 7. Ja, sonst wird die noch länger. So wie bei Menschen. Ach, so eine Süße. Aber dann beginnt das Dach Sorgen zu machen. Knut und Christina hatten lange verdrängt, dass da oben noch eine gewaltige Baustelle auf sie wartet. Wenn sie jetzt das Dach mit viel Aufwand sanieren, soll es wenigstens als Wohnraum für die Familie dienen können. Ich war ja eigentlich nie ein Fan davon. Ja, du warst immer dagegen. Aber mir gefällt der Raum hier so gut. Ja, es ist wahnsinnig hübsch hier oben, wahnsinnig hübsch. Also jetzt, es gab eine Zeit lang, dass ich halt dann gesagt habe, es war Blödsinn, dass wir es gemacht haben. Jetzt bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ja. Über 400 Quadratmeter Fläche, 6 Meter hoch. Hier oben passen 2 Einfamilienhäuser rein. Die andere Sache ist natürlich halt auch, wir sind ja mehr geworden. Also das heißt, wir haben ja jetzt 3 Kinder und anfangs unsere Wohnung war ja nicht für 3 Kinder konzipiert. Und wenn die auch größer werden, brauchen wir auch ein bisschen mehr Platz im Haus. Also das ist. Oh. Man muss es halt gut machen. Ja. Also insofern bin ich im Moment eigentlich ganz froh drum, dass wir haben sozusagen ein Kaltdach. Das heißt, da pfeift der Wind einfach durch und und das, was da an Wasser irgendwo mal reintropft, wird halt wieder weggepustet. 6 Monate später zieht die Familie auf den Boden. Die Dachdecker sind gerade abgereist. Das Geld ist wieder mal alle. Also normalerweise sind das schon ein paar hundert Quadratmeter. Aber ja, guck mal, das ist doch auch ganz nett, da war doch gemütlich. Ja. Und wir haben da ja dann auch noch eine ganze Zeit lang oder auf der Baustelle halt gewohnt und wohnen immer noch auf der Baustelle. Ich glaube, für die Kinder ist das gut, da kannst du ja auch die Fußboden malen, Nägel in die Wände. Du kannst mich sehen. Hallo, Benix.
Mein Zimmer ist größer, ich habe da oben eine Luke, dann werde ich nachher da oben schlafen. Ruhe vor den Jungs, außer dieses Fenster da. Und Platz für dein Zeug? Ja. Aber trotzdem würde ich sagen, ist im Gutshaus zum Teil Sommer manchmal schlimmer, besonders hier oben, weil hier wird es halt total warm. Na, im Sommer ist es hier ganz schön warm, hat man hier halbe Sauna und da geht man mal kurz in den Keller, denn denkt man, ist kurz wieder Winter geworden, geht mal wieder raus, tot. Schwitzt man sich wieder in den Hintern ab. Und im Winter zieht man sich dann einfach einen Pullover drüber und dann hat sich das auch erledigt so. Ja. Die Fassade haben Knut und Christina auch gleich neu gestrichen. Mit Naturpigmenten und Kalkfarbe aus Dänemark. Gutshaus Renso wirkt wie aus einer anderen Welt. Aber nur unten, wo die Gäste residieren dürfen. Oben unterm Dach ist Dauerbaustelle, Spielplatz und Familienversteck. Also dadurch, dass es auch vom Stil und von der Art her komplett was anderes ist, ist es plötzlich eine andere Welt und da hat man dann auch seine Rückzugsorte. Und die Leute wissen gar nicht, welche Tür das ist, ja, die da oben führt. Also das ist sehr spannend, das ist sehr gut. Kleine Tür und dann haben wir da oben, sage ich mal, unser kleines eigenes Universum. Ja, wir wollen eigentlich nie oben. Aber ich finde, das ist gut. Und ich glaube, das schadet nicht dem Haus, das wir haben hier oben, dass wir sehen hier hoch. Das war natürlich die Überlegung. Aber keine Gäste hier oben. Das wäre nur für uns. Und ich glaube, das ist immer noch okay für den Haus. Und das ist natürlich am Ende auch wichtig. Eigentlich war das auch nie geplant, das Haus sollte fertig. Eigentlich soll das nur, dass wir wohnen in meinem Teil unten und das Reste bleibt als Ruine. Das ist doch, warum nicht? Ja, also insofern. Also das muss doch gar nicht fertig sein. Und dann sind plötzlich Hektik und Termindruck da. Knut und Christina haben ihre dritte ruinöse Neuerwerbung an eine Spielfilmproduktion vermietet. In 6 Wochen gestalten sie die Ruine zu einem historisch einwandfreien Filmset um. Sie arbeiten wie Getriebene. Die Zeit läuft ihnen davon. Das war auch schon eine dreifach, vierfach, fünffach Belastung. Auf der einen Seite hatten wir Ferienbetrieb bei uns in Renso. Auf der anderen Seite unsere Kinder. Dann halt das Filmset machen. Also eine entspannte 80-Stunden-Woche kannten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Also das ist Das war sehr grenzwertig. Und die Filmleute haben ständig neue Wünsche. Bis kurz vor Drehbeginn. Ah, es geht. Ja. Natürlich, das gibt halt die eine oder die andere Sachen. Auf der anderen Seite das Resultat halt zu sehen. Und ich finde das halt auch natürlich wieder erstaunlich, auch jetzt, wie das vorher halt gewesen ist. Ja. Und dann halt innerhalb kürzester Zeit ist das halt ja auch dank deiner Hand und so weiter und so fort dann ja auch so. Das Haus war so hässlich davor. Also das war echt. Alle Position bitte. Kamera, spielen. Ruhe bitte. Nicht nur ein Spielfilmdreh bringt neuen Schwung in die alten Gemäuer. Auch mit historischen Tanzensembles oder einer Pop-Up-Galerie beleben Knut und Christina ihre vielen Baustellen. Oder sie beherbergen einen Schriftsteller in Schaffenskrise. Aber du brauchst auch diese Form von Belohnung, dass man da die Vorschritte sehen kann, weil dann wäre man frustriert, wenn man nicht bekommt diese wie sagt man, Wow-Momente. Im malerischen Gutshaus von Renso wird in diesen Zeiten hart gearbeitet, gestritten und manchmal auch vor Erschöpfung geweint. Es ist von allem zu viel. Stunde um Stunde verbringt Knut an seinem Laptop. Gäste wollen Zimmer buchen, Denkmalämter wollen Formulare und der E-Mail-Posteingang quillt über. Mit Anfragen von begeisterten Gutshausfans, die vom Landleben in Mecklenburg träumen und von einem eigenen Renovierungsprojekt. Wir hören so viel über
Menschen mit Ideen, die, wie gesagt, Permakultur und Dings und Selbstversorgung. Das. Selbstversorgung. Und alle denken, dass. Die haben ein Burnout in ihr normales Leben, wo du denkst, okay. Deshalb wollen sie jetzt ein entspanntes Leben auf dem Lande halt führen, ja. Aber das ist das letzte Ding, weil wir zwei Trottels, wenn wir können das. Selbst wenn zwei Vollidioten wie Knut und Christina das anschaffen können. Mit Hosen und Pantoffeln. Dann muss das doch eine Leichtigkeit sein für so super organisierte Menschen, dass die das dann dreimal so gut können wie wir. Das ist so. Und das ist ernsthaft. Das ist, du glaubst nicht, wie oft man sowas mitbekommt. Also Mordfahr haben ja keine Angst, was sowas betrifft und sind dann so, wir schaffen das und wir ziehen das durch, so nach dem Motto. Und dann ist das, wenn man das so vorgelegt bekommt, dann was soll da schiefgehen? Also das ist dann halt so, man kennt es nicht anders. Zuerst waren Knut und Christina noch Einzelkämpfer. Aber eines Tages taucht plötzlich ein alter Bekannter auf. Es fehlt ja auch ein bisschen. 2002 hat sich, glaube ich, Knut das Haus gekauft, damals für ein Abel und Mai. Hat sich dann 5 Jahre Zeit genommen. Wir haben uns das vorher geguckt, haben gesagt, du bist der verrückt, Knut. Ne? Genau, da so eine alte Bruchbude. Aber das war Knut, war klar. Das war der Ursprung, warum wir damals auch das Haus hier gekauft haben. Da war ich bei Knut eines Abends. Genau, und er würde wahrscheinlich nicht gewesen, wenn wir diese Vorher und Nachher nicht vergleichen hätten. Und diese Wow-Effekt. So hat sich eins zum anderen gefügt. Knut Splett-Henning und Sönke Johansen sind Freunde aus der Schulzeit. Knut überredet seinen Kumpel zum Besuch einer Gutshausversteigerung. Nicht direkt, dass ich dafür verantwortlich gewesen bin, aber hat sich also halt gemein, wenn du konntest ein Gutshaus kaufen und schaffen, dann könnte Sönke das haben. Ja. Es ist ein bitterkalter Winter in Mecklenburg. Der Verkehrsfunk warnt vor extremem Wetter. Sunny Johansen, Herr Johansen, kannst du uns ganz kurz schildern, worum geht das jetzt hier? Worum? Es geht, weiß noch nicht, aber ich kann nur sagen, dass es nicht gegen den Baum geht, hoffentlich. Sönke und Adriana fahren nach Dersentin. Sie haben dort gerade ein Gutshaus ersteigert. Echt total schon vergessen diesen Winter. Aber jetzt kommt alles wieder hoch. Es war unglaublich viel Schnee. Die Verwehung auch, ne? Irgendwann meinte der mal zu mir, dass ich auch verpflichtet wäre, irgendwie mal einen Weg freizuschaufeln. Das war meine letzte Sorge. Zum Glück hat Sönkes Vater noch warme Decken und eine Schaufel ins Auto gepackt. Ich hatte eigentlich das Konzept mit dem Decke und Schaufel nicht verstanden. Und ich habe sogar Sönkes Vater ein bisschen geschämt, weil ich sagte, wieso müssen wir eine Schaufel und eine Decke ins Auto mitnehmen? Und dann habe ich gedacht, oh ja, diese Decke und diese Schaufel, so, wie gut ist das? Schließlich erreichen sie das Gutshaus von Dersentin. Ich erinnere mich nur, das war unglaublich kalt. Sehr kalt. Sehr gut gefahren. Ein Bekannter aus Hamburg filmt diese private Tour. Und er fragt ihn, bist du verrückt geworden? Was in der Welt willst du denn mit diesem riesigen, eiskalten, hässlichen Kasten? Die Antwort gibt es in der nächsten Folge. Heiko? Ich halte mich hier gut. Geht so. Sunnys neue Hütte. Besser, dann würdest du durchsagen. Sunnys neue Hütte. Coole Sache. Ein Palast.